Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Zero, die Priesterin des Schwarzen Wassers. Ja, in der letzten Folge sind wir mit Yuri in den Schrein vorgedrungen, verwunschener Schrein oder wie auch immer er hieß, und wir suchen Miu. Und bis jetzt haben wir sie noch nicht gefunden, aber ja, ich hoffe mal, das wird in dieser Folge passieren. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt oder nachschauen wollt, ist sie wie immer oben in der Infokarte. Und ja, zwischen den Folgen hatte ich eine kurze Pause gemacht und auf einmal fing hier der Controller an zu vibrieren ohne Ende, weil ich vom Geist attackiert wurde, weil ich schlauerweise nicht Pause gemacht habe. Hab den Geist auch besiegt, konnte den berühren und da wurde eine Videosequenz ausgelöst, die ich zum Glück schnell mit aufgenommen habe und die blende ich euch mal jetzt mit ein. So, jetzt habt ihr sie ja gesehen und ich habe den Faden verloren. Nee, also ihr habt sie ja jetzt gesehen und irgendeine Priesterin ist da diesen komischen Typen, den haben wir schon mal gesehen, der diesen großen Kasten auf dem Rücken trägt. Ist das der, der hier in irgendeine Priesterin verliebt war und die dann alle umgebracht hat? Wurde der von den toten Priesterinnen dann getötet? Weil, weiß ich nicht, die sah halt auch nicht sehr glücklich aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das lebend oder tot darstellen sollte. Ist immer schwierig in diesem Spiel, ne? Naja, gucken wir mal, was uns jetzt hier noch erwartet. Achso, ich sollte mich mal heilen. Ich habe ganz schön was abgekriegt bei dem Kampf. Logischerweise, weil ich ja auch nur... Ich war ja nicht die ganze Zeit dabei. Also sprich halt, ich habe es ja erst ein bisschen später mitbekommen, als ich angegriffen wurde. Und habe ja bis dahin schon ein bisschen was einkassieren müssen. Das war nicht nett, Leute, das war nicht nett. Führt mich das jetzt eigentlich irgendwo hin? Ich weiß nicht. Mal gucken, wo wir jetzt hier eigentlich dann rauskommen. Wir müssen ja irgendwie über... Können wir überhaupt mal gucken. Hier ist das. Saal der Särge, genau. Wir müssen über diesen Raum kommen. Schwierig, wa? Hey, wo bin ich denn hier? Bin jetzt am ganz anderen Eck. Oh Gott, ich glaube, von hier komme ich gar nicht hoch. Ich muss den ganzen Weg bestimmt wieder zurücklatschen. Nee! Hä? Die Tür ist nun geöffnet. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, oh. Ah, da geht eine Treppe hoch. Treppe hoch ist immer gut. Das finde ich unheimlich, als wäre es hier ein Gefängnis. Ein Altar, der wie eine große Kiste aussieht. Der Deckel formt eine Tür. Ein großes Schlüsselloch ist zu erkennen, was wohl darin verschlossen ist. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Den Schlüssel finden und sie aufschließen. Als wenn das so einfach wäre. Kann ich hier rein? Das erinnert mich so, dieses Setting erinnert mich irgendwie wieder so übelst an den ersten Teil. Bist du? Ich muss ganz leise sein. Wir werden hier sonst aufgefressen. Zumindest kommt wir hier hoch. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir von hier auch in einen anderen Teil des Gebäudes kommen. Aber das wird sich ja gleich zeigen. Ja, zumindest hier gibt es Türen. Von daher... Hä? Wir sind wieder am Anfang. Ach, sag bloß. Wir sind am Anfang rausgekommen. Interessant. Vielleicht sollte ich jetzt mal versuchen, hier durch die Tür zu gehen. Hier hinten. Hier geht es halt auch runter. Aber hier sind wir beim letzten Mal nicht durchgegangen. So, und das ist nämlich eh das... Wow, sie lässt sich nicht öffnen.
Naja, egal, wir haben ja noch genug andere Türen, die wir noch nicht getestet haben. Ich hab's halt nämlich eh schon geahnt, dass wir hier ein bisschen im Haus rumirren werden. Es war halt irgendwie schon klar. So, jetzt heißt es immer schön auf die Karte gucken, weil ich jetzt halt wirklich genau darauf achten muss, wo waren wir jetzt schon und wo noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Ist das überhaupt eine Tür? Voll die Fake-Tür. Jetzt heißt das erstmal hier die Lage peilen. Oh Mann, nee. Es waren hier so viele Türen. Gucken wir mal. Eigentlich da. Dann hier die Tür durch und dann ganz nach hinten durch. Da waren wir noch nicht. Hier scheint es denn sonst weiter ja keine Tür zu geben. Oder geht's nach unten? Ich will nicht mehr nach unten. Ich habe die Schnauze voll vom Runtergehen. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Ah ja, die Tür, wo die Omi lang gelaufen ist. Die Tür ist verschlossen. Ein Lilienmotiv ist auf dem Schloss eingraviert. Na, Prost, Mahlzeit. Gibt's ja auch noch versteckte Schlüssel. Ich krieg halt zu viel. Hier werden wir uns wohl ein wenig länger aufhalten. So, da ist zu. Hier gibt es nur die eine Möglichkeit, da lang und dann einmal geradeaus durch, okay. La 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 la. Okay, ich höre schon auf. Sonst kriegt ihr hier noch Ohrenbluten. Ohrenbluten. Ihr müsst euch sputen. Mir ist nicht langweilig. Wie kommt denn darauf? Ich weiß nicht, woher ihr diese Informationen nehmt. So, geradezu ist eine Tür, die könnte vielleicht ein Weg sein, wo ich hin muss. Beim letzten Mal kam ich doch hier, glaube ich, gar nicht durch. Ich bin verwirrt. Da war ich doch noch gar nicht. Bin ich beim letzten Mal einfach nur wieder zurückgegangen? Ist ja voll schlau, ey. Und zumindest ist das schon mal ein anderer Weg. Das sieht halt auch aus wie so eine Schiebetür, ne? Sind wahrscheinlich auch welche, nur nicht für uns gedacht. Habe ich hier gerade eine? Nee. Warum wird mir die jetzt schon als verschlossen angezeigt? Was soll das? Oh, die Tür ist jetzt geöffnet. Mann! Was soll das? Das ist halt einfach, ich bin im Kreis gegangen. Okay, warte mal, ich komme hier nicht durch. Was gibt es denn jetzt noch großartig für Optionen für mich? So viele sind es doch gar nicht mehr. Ich kann hier die Treppe runtergehen. Ja, werde ich ja dann wohl müssen. Ich habe ja keine andere Wahl. Hier komme ich nicht rein. Da war der Lilienschlüssel. Ich denke mal, hier komme ich jetzt erstmal wieder nicht mehr raus. Ne? Ist halt so. Wäre auch komisch, hab ja nichts erreicht. Wo muss ich hin? Wohin genau? Jetzt wurde es aber auch verdächtig ruhig, ne? Genau, hier vorne ist die Treppe, die runterging. Ich glaube, die bin ich auch jetzt noch nicht runtergegangen, oder doch? Ja, doch. Zum Beispiel war ich aber hier noch nicht. Muss alles ausprobieren. Oh, wie schön. Wäre es nicht überflutet, wäre es noch schöner. Vor allem ist da erstmal ein Boot. Och nee. Geh weg.
Alter. Kannst du mal Abstand nehmen? 1,50 Abstand. Bitte. Nein, warum? Was war das? Hä, sind hier zwei Geister? Hilfe! Was ist passiert? Moment mal, was passiert gerade mit mir? Was da, was zum Teufel passiert gerade mit mir? Ich verliere konstant Leben. Was kann ich dagegen tun? Reinigende Glut wird es ja jetzt nicht sein, oder? Oder? Okay, die reinigende Glut rettet mich bei sowas. Na, dann sollte ich die nicht für andere Scheiße verschwenden. Hau ab! Nein! Na, wieso bist du so böse? Ich mag dich nicht. Oh, die hat mich schon wieder mit so einer Scheiße gekriegt. Nee. Einfach nur nee. Was mache ich denn, wenn ich keine reinigende Glut mehr habe? Ich heile mich mal kurz und guck mal, ob das von selbst aufhört. Oder ob ich jetzt einfach nur kontinuierlich sterbe. Oh, ich kann mich auch kaum bewegen, ne? Oh, das ist krass. Das hört nicht auf. Was mache ich denn dann, wenn ich mal keine reinigende Glut mehr habe, was potenziell bald soweit ist? Scheiße, und ich habe das immer verschwendet. Geh weg, du böser Geist. Nee, jetzt hat die mich damit wieder. Dieser Geist macht mich gerade irre. Das kann es doch nicht sein. Was mache ich denn dann jetzt gleich? Das ist jetzt problematisch. Kannst du bitte sterben? Ich habe keine Glut mehr. Und ich mag dich nicht. Ach du Scheiße, ich habe keine Glut mehr. Was mache ich denn jetzt? Vor allen Dingen, wo bin ich denn jetzt hier? Hier komme ich doch jetzt auch nicht weiter. Das hat mir ja jetzt auch voll einfach gar nichts gebracht, weil sie nicht hier rüber klettern kann. Aber irgendwie muss ich ja trotzdem hier hinkommen. Schnell weg hier. Ich bin gerade verwirrt, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, wo ich hin soll. So viele Möglichkeiten habe ich ja gar nicht mehr. Hä? War ich hier schon? Hä? Hier war ich doch vorher auch noch nicht. Ein Sarg liegt auf dem Boden. Der Sarg ist voller Wasser und ich kann etwas darin erkennen, das wie ein Mensch aussieht. Echt? Kann sie das? Spannend. Ich kann es nicht. Wieso ist hier so ein Raum? Wo bin ich denn jetzt? Schattendurchdrängte Schriften. Sie scheinen von etwas zu handeln, das mit Schatten durchdrängt. Schade, ich habe gerade gedacht, ich kann mein Verleser so umwandeln, dass es keinem auffällt, aber es war schwierig. Das schwarze Wasser darf nicht überquellen. Das schwarze Wasser ist das Jenseits. Wird das reine Wasser vom schwarzen Wasser Schatten durchdrängen, steht ein großes Unheil bevor. Die Welt der Lebenden wird zum Jenseits. Die Seelen aller Sterblichen werden verwesen und diejenigen, die zum Wasser zurückkehren, werden zu Toten. Das schwarze Wasser darf nicht überquellen. Und das ist passiert? Nehme ich an. Oh, sie lässt sich nicht öffnen. Leck mich doch im Arsch. Ich werde schon wieder so ein bisschen ungeduldig, weil ich nicht weiß, wohin.
Ne, ist nur den einen, den ich da anwählen kann. Okay. Ach so, jetzt geht's dahin. Aber dann... Ach, hier geradeaus geht's noch weiter. Okay, also eine Möglichkeit gibt's noch. Noch habe ich nicht jeden Weg ausgeschöpft. Ansonsten bin ich langsam echt ratlos. Muss ich mal gucken. Ist jetzt einfach hier geradeaus. Naja, da war ich noch nicht. Hier sind sogar gleich zwei Türen. Damit ich auch die Wahl habe. Hier geht's an einem Weg lang. Was geht hier lang? Ich muss glubschen. Oh. Wie kommen wir hier raus? Oh, das sieht so cool aus, ne? Also, ich mag das echt. Das sieht halt geil aus. Das war nur für mich. Ich weiß, ich habe unten den einen Weg jetzt noch nicht abgesucht. Aber ich will erstmal hier gucken. Den einen Weg, den ich hier nicht gewählt habe. Ja, man sieht, dass ich da durchkomme, aber ich nicht durchgegangen bin. Gut. Frage ist, kann ich mich daran später noch erinnern? Wer weiß. Ach, sie lässt sich nicht öffnen. Ach, leck mich. Da wir jetzt nun später haben, kann ich mich daran erinnern, wo sollte ich nochmal lang gehen? Ich habe keine Ahnung. Zumindest haben wir ein schönes Setting gesehen. Ist ja auch was wert. So, aber ich hoffe jetzt, ne, hier und so. Ansonsten habe ich keine Optionen mehr. Es muss was passieren. Jetzt habe ich wirklich keinen Plan mehr. Ich komme hier, also jetzt, ne, jetzt ernsthaft mal. Wo soll ich denn jetzt noch lang? Hier komme ich nicht durch. Hier geht's nicht weiter. Hier auch nirgendwo. Nirgendwo hier ist mehr eine Tür. Hier vielleicht noch. Hier ist nicht ganz klar, wie es weitergeht. Überall sind ja klare Kanten, nur da nicht. Oh Gott. Mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Wenn es da auch nicht weitergeht, dann weiß ich nicht mehr. Dann werde ich offscreen suchen und wir gucken dann, wenn ich es gefunden habe, praktisch beginnt dann die nächste Folge. Schauen wir mal, schauen wir mal. Warte mal, bin ich jetzt überhaupt noch richtig? Nee. Nee, hier wollte ich nicht hin. Oh, ich hoffe, jetzt kommen hier nicht wieder die drei Geisterweiber, ne? Bitte nicht. Und wenn sie kommen, dann sollen sie mich trotzdem durchlassen. Ich habe euch gebannt. Bleibt weg. Sieht gut aus. Juhu. Puh, schnell weg hier. Ich weiß, ich glaube, ich hätte auch einen anderen Weg gehen können dafür. Aber der wäre weiter gewesen. So, jetzt bin ich wirklich einfach im Kreis gelaufen, ne? So, gucken wir mal nochmal ganz genau. Also hier kommt definitiv nichts. Wenn ich hier durchgehe, dann da lang. Und hier ist noch nicht ganz klar, was da ist. Aber ich ahne, was da ist. Da ist die andere Treppe. Die ist halt nur nicht eingezeichnet, weil ich an der Treppe ja nicht lang gegangen bin. Verdammt. Thank you.
Ja, und das wäre jetzt die Treppe, ne? Ja, es ist halt wirklich die Treppe. Moment. So, und jetzt sieht man ja, ne, jetzt haben wir es hier unten komplett. Dann weiß ich tatsächlich nicht, wohin. Entweder übersehe ich irgendwo was, weil es fehlen uns ja auch ein paar Schlüssel. Auch hier habe ich ja alles. Da komme ich halt nicht weiter. Die Treppe da hinten bin ich runtergegangen. Keine Ahnung. Und raus komme ich ja hier, nehme ich mal an, nicht. Vielleicht ja doch. Ich guck mal. Das war halt ganz klar. Mio ist hier irgendwo. Ich muss sie finden. Bla 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 bla. Ist hier vielleicht irgendwas noch? Nö. Tja, Leute, ich würde sagen, ich gucke jetzt hier nach der Folge mal, wo wir hin müssen. Aber eigentlich war ich überall gewesen. Es kann ja dementsprechend nur sein. Ich habe jede Tür probiert, war in jedem Raum drin. Es kann ja dann nur sein, dass ich vielleicht irgendwo was habe liegen lassen. Oder vielleicht gibt es auch direkt hier vom Schrein aus noch einen Weg, den ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht geschnallt habe. Vielleicht hätte ich auch einfach das Foto schießen müssen. Halt gar nicht hier so rumeiern, sondern einfach nur das Foto schießen müssen. Aber wir haben ja kein Licht. Von daher, was ist denn die Aufgabe? Die Aufgabe, was ist die Aufgabe? Wo kann ich denn nochmal die Aufgabe sehen? Mist. Finde einen Weg, die Überdachung zu öffnen. Nee, das ist die Aufgabe. Aber das hätte ich vielleicht auch im Schrein machen können, nicht Trottel. Ich durchforste das ganze doofe Spiel, die ganze Karte. Und vielleicht muss ich einfach nur in den Schrein. Wartet mal, dann gehen wir da nochmal kurz gucken. Und wenn das auch nicht die Rätselslösung ist, ja, dann wisst ihr halt Bescheid. Dann mache ich das zwischen den. Also gucke ich das offscreen weiter und dann werden wir sehen. Das wäre jetzt natürlich übelst ärgerlich, weil ich denn jetzt das ganze Haus hier erkundet habe für nichts und wieder nichts. Ja, das wäre doof. Aber dann haben wir das zumindest auch schon mal erledigt und alles ist freigeschaltet, ne? Man muss auch immer die positiven Seiten sehen. Warte mal, wenn ich jetzt hier runtergehe, kann ich nicht hier schon gleich runter? Ach, guck mal an, hier haben wir ja noch mal einen ganz anderen Zugang. Toll. Okay. Bitte lass es reinigende Glut sein. Oh, wenigstens habe ich davon wieder eine. Hä, doll, hier ist noch mal ein ganz anderer Zugang. Oh nein, Geist! Was für ein Scheiß! Hier ist ein Geist! Hier ist auch wieder so eine scheiß verschlossene Tür. Die Tür ist verschlossen. Ein Chamäleon-Motiv. Chamäleon-Motiv? Ah, das hört sich an, als würde die irgendwie schlecht atmen. Och nö, das ist. Nö! Nicht du schon wieder. Geh weg! Lass mich ruhen. Du machst mich wieder nass. Ich hab keinen Bock auf dich. Verschwinde. Nein! Nein, nein! Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt wäre perfekt. Schnell. Kannst du nicht einfach schnell sterben, bitte? Oh nein, da sie macht dieses. Ich hasse diesen Geist. Wie kann ich das denn kaputt machen? Scheiße. Wenn die diesen Move jetzt wieder ständig macht, habe ich ein Problem. Ja, greif mich am besten an. Nein, da macht sich's wieder. Wieso konnte ich nicht drücken? Das ist. Ja, und jetzt habe ich ein Problem.
wird das potenziell vielleicht doch mal weggehen. Ich werde mich jetzt nochmal heilen. Ich weiß nicht, was ich sonst tun kann. Wenn ich so weitermache, bin ich gleich tot. Vielleicht hört es ja irgendwann von alleine auf. Ach, ich kann aber trotzdem gegen sie noch kämpfen. Nehmen halt nur Schaden, okay. Sei nicht so gemein. Auf hier rumzutanzen. Stirbst du jetzt? Stirb schneller! Ich bin ja am Sterben. Mach was. Alter. Okay, zumindest hätten wir das jetzt geklärt. Und hier ist ein Zettel, den ich vorher nicht gesehen habe. Vom Schatten berührt. Berührt das schwarze Wasser nicht. Solche Dunkelheit lässt dessen Opfer schmelzen und verfaulen. Nur die Willigen, die den Tod willkommen heißen, können diesen Schmerz verkraften. Wir vom Schatten, Berührte, sind zum Tode bestimmt. Wir tragen die Reliquiare und lassen sie im schwarzen Wasser versinken, bis auch wir verwesen. Das schwarze Wasser darf nicht überquellen. Das heißt, es dürfen nicht so viele Tote da rein, oder wieso würde ich das jetzt auffassen? Ich brauche Heilung. Zumindest weiß ich, dass ich jetzt auch so trotzdem weitermachen kann. Und ja, hier komme ich ja jetzt auch wieder nicht weiter, ne? Das ist jetzt wieder so ein Ort, wo ich nicht weiterkomme. Verdammt. Das habe ich noch nicht getestet, da hinten. Ne, hier ist halt nur... Ach, hier geht es auch noch weiter. Weisung auf den Hikami-Berg. Die Quelle der Schatten, der Ursprung des schwarzen Wassers. Um die Quelle der Schatten und so auch das schwarze Wasser selbst einzudämmen, müssen Reliquare den Hikami-Berg stützen. Priesterinnen reisen vom Schrein der Vergänglichkeit zum Schrein am Wasser auf dem Boot der Überfahrt, um zu großen Stützen zu werden. Särge werden verwendet, damit der Boden des Berges nicht mit Schatten durchtränkt wird. Reliquare werden verwendet, damit die Reinheit des Wassers erhalten bleibt. Die Gewässer des Hikami-Bergs sind die Quelle der Seele. Das reine Wasser muss beschützt werden. Das schwarze Wasser darf nicht überlaufen. Doll. So ein bisschen ist es so, wo ich mir denke, ach so. Und dann ist wieder auch so, hä? So fühle ich mich. Kann ich mit dem Boot hier vielleicht auch fahren? Ein kleines Boot treibt im Innenhof. Das Wasser reicht ganz bis in den Innenhof hinein. Ich komme von hier aus wahrscheinlich auf das Boot. Ja, du könntest ja... Ja, du kommst doch auf das Boot. Wahrscheinlich ist das nur jetzt noch nicht von Belang, nehme ich mal an. Okay. So, hier lang? Könnte sein. Haben wir auch wieder eine verschlossene Tür. Ich krieg eine Krise. Die Tür ist verschlossen. Sie hat zwei Schlösser. In einem der beiden ist ein Kirschblütenmotiv eingraviert, im anderen ein Mondmotiv. Ja. Okay, dann besteht ja halt wirklich noch die Option, dass ich halt irgendwie einen Fehler gemacht habe und schon im... Sag doch schnell, dass da im Schrein, in diese, da wo diese Kiste ist, dass da vielleicht irgendwie einen Hebel oder so gibt, womit ich das öffnen kann und gar nicht hätte so weit laufen müssen. Vorteil ist, das Haus ist jetzt erkundet, das heißt, weitere Sachen werde ich dann dementsprechend schneller finden. Ja. Ich werde mir das jetzt zwischen den Folgen angucken. Und wir beginnen dann da, wo ich dann den Weg gefunden habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Zeit.
Im Abspann habe ich euch die Playlist verlinkt, falls ihr euch interessiert und ihr mal noch eine Folge nachgucken wollt. Und ansonsten macht es gut. Bis bald. Tschüss.